Du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Da, bing, sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine Riesenüberraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet.
Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Oh, das ist anstrengend. Oh, das ist anstrengend. Thank you.
hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden?